Und damit herzlich willkommen hier aus der Fußballarena München zum heutigen Duell zwischen Bosnien und Herzegowina gegen die Ukraine. Es ist das zweite Spiel für beide Teams und Bosnien sowie die Ukraine sind beide mit einer Niederlage in das Turnier gestartet. Wir hören uns hier jetzt die Nationalhymnen an. Österreich bzw. die Ukraine verlor gegen die Niederlande mit 2 zu 0 in Amsterdam und hier die Aufstellung der Bosnier unverändert gegenüber dem Spiel hier in diesem Stadion gegen Österreich, das man verloren hat. Die Ukraine startet auch unverändert in dieses Spiel. Das ist das Duell der beiden Verlierer in dieser Gruppe C mit Niederlande und Österreich, die dann noch später in diesen zweiten Spieltag eingreifen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie die Bosnier gegen die Ukraine zurechtkommen wird. Und Anschluss hat Bosnien von links nach rechts in Blau und die Ukraine in Gelb. Und beide Teams, es ist was Besonderes an diesem Duell. Beide Teams haben die gleiche Farben in der Flagge, Rot und Blau. Daher ist es ein schönes Duell, Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine. Besic. Cimirot. Pjanic, der Mittelfeldmann, der, wo die Stürmer heute futtern muss. Edin Dzeko beispielsweise. Jetzt kommt es jetzt Kolasinac. Und was für ein Fehlpass, Junior Moraes jetzt am Ball. Verliert ihn allerdings Pjanic. Cimirot. Besic. Pjanic. Bosnien bzw. Ukraine sind verpflichtet, dieses Spiel zu gewinnen, wenn man auch irgendwie das Achtelfinale erreichen möchte. Weil alle besten Gruppenvierten oder Gruppendritten kommen in das Achtelfinale und da ist jedes Tor entscheidend. Bicacic, den man aus Zeiten von Braunschweig und Hoffenheim kennt. Visca verliert den Ball, Junior Moraes, Cimirot, Visca. Die deutsche Mannschaft spielt dann auch wieder hier. Und da ist das 1 zu 0 gefallen durch Edin Dzeko. Nach dem 0 zu 0 vorhin zwischen Dänemark und Russland in St. Petersburg ist hier jetzt das 1 zu 0 gefallen und zurück zum Thema Deutschland. Deutschland wird hier in diesem Stadion das zweite Spiel absolvieren. Nachdem man gegen Frankreich 2 zu 0 gewonnen hat, möchte man jetzt im nächsten Spiel auch wieder punkten. Der Gegner heißt Portugal. Und das ist aber nicht so einfach hier.
Und damit pfeift der Schiedsrichter zur Pause hier in diesem Stadion. 1:0 führen die Bosnien-Herzegowinaner gegen Ukraine. Und wie wird es jetzt im zweiten Durchgang? Das sehen wir jetzt. Anstoß für die Ukraine. Wie ist die Antwort von den Ukrainern hier in diesem Duell? Gankov, Junior Moraes. Und es gab kurze Audioprobleme mit dem Kommentar. Und rechtzeitig zur zweiten Halbzeit sind wir wieder. Oder zur Halbzeit. Und was für ein schöner Fallrückzieher! Zur Pause sind wir dann wieder. Hat man uns wieder gehört. Und ich habe ein Signal bekommen, die Tonaufnahmen funktionieren wieder. Burda. 60 Minuten sind hier gespielt in diesem Stadion hier in München. Im Anschluss auf diese Partie folgt ja die Partie der Holländer in Amsterdam gegen die Jungs aus Österreich. Das ist natürlich auch ein interessantes Spiel, das man nicht verpassen soll in Amsterdam dann. Schöne Parade von Pjatov und die Ecke jetzt für Bosnien und Herzegowina, getreten von Miralem Pjanic. Die kommt gut. Die Ecke auf den Kopf von Edin Dzeko. Der kann aber den nicht richtig kontrollieren. Und daher auch dieser Ball in Richtung Tribüne. Pjatov. Burda. Die Ukrainer, die seit 2012 durchgehend dabei waren, 2012 in der eigenen im eigenen Land mit Polen für einen Gastgeber gewesen. Kolasinac 2012 mit Frankreich, England und Schweden in einer Gruppe gewesen. Dort hat man das Achtelfinale nicht erreichen können in 2016, dann die schwierige Gruppe mit den Deutschen, den Polen und Nordirland. Auch dort ist man nicht weitergekommen. Und jetzt möchte man hier in dieser Gruppe mit Niederlande, Österreich und Bosnien weiterkommen. Für die Bosnier war das letzte Turnier, wie gesagt, 2014 bei der WM in Brasilien. Dort ist man in Curitiba, Rio de Janeiro, nicht in Curitiba, Entschuldigung, in Cuiabá, Rio de Janeiro, und in Sao Paulo, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, alle drei Spiele absolviert hat gegen Iran, Argentinien und Nigeria. Argentinien war das erste Spiel direkt als Neuling. Kolasinac. Sonst war man immer mit Jugoslawien dabei. Und jetzt gibt es eine Auseinandersetzung. Und Kolasinac sieht die gelbe Karte hier zu Recht. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Zigakanov. Ein schwieriger Name. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wird gefault. Konopiljanka jetzt mit der Hereingabe. Die kommt gut. Und die Ecke jetzt für die Ukrainer, die natürlich jetzt wollen den Ausgleich. Die wollen nicht hier verlieren. Dinchenko. Und dann muss echt geschaut werden, auch später in Amsterdam.
2 Minuten noch zu gehen hier in diesem Stadion. Und Bosnien sowie die Ukraine möchten dann natürlich das letzte Spiel gewinnen. Bosnien spielt dann in Amsterdam gegen Niederlande, Ukraine hier in diesem Stadion gegen Österreich. Damit ist das Spiel vorbei. Bosnien gewinnt die Partie mit 1:0 am Ende durch Edin Dzeko, der Torschütze, zum 1:0. Und damit ist das Spiel vorbei und Ukraine ist ausgeschieden. Jetzt gegen die Österreicher hat man noch eine Minimalchance auf den dritten Platz, aber das selbst muss ein hoher Sieg werden. Und für die Bosnier heißt es jetzt volle Konzentration auf den nächsten Gegner in Amsterdam, dann gegen Niederlande. Und nach der Niederlage gegen Österreich, jetzt diesem Sieg hier gegen die Ukraine, hat man eigentlich gute Chancen, wenn man sogar nur gegen die Holländer unentschieden spielt. Mal sehen, wie es dann bei den anderen Mannschaften aussieht in den anderen Gruppen. Ich bin auf jeden Fall raus, würde mich freuen, wenn ihr später wieder einschaltet zur Partie der Niederlande gegen Österreich. Bis dann und tschüss von dem Kommentatorenplatz in München, hier in der Allianz Arena.